der öffentlichen Wahrnehmung spielt Bewässerung in Deutschland keine große Rolle. Ja, wenn wir uns den Klimawandel anschauen, dann ist es natürlich im Fokus immer die Erhöhung der Temperaturen. An zweiter Stelle oft die Verringerung, Verschiebung von Niederschlägen. Aber das, was man so nicht wahrnimmt, das ist die Verdunstung, die durch den Anstieg der Temperatur sehr stark nach oben geht und damit für die Pflanzen verfügbare Wassermenge deutlich reduziert. Das ist also ein ganz wesentlicher Punkt. Unsere operationelle Gruppe, nachhaltige Bewässerung, hat sich das Ziel gesetzt, durch den Einsatz von Sensoren, die den Bewässerungszeitpunkt und die Bewässerungsmenge zu optimieren und dadurch einen Beitrag zu leisten, Wasser einzusparen. Also in dem Seebeck-Projekt geht es darum, die Beregnungssteuerung zu optimieren, also festzustellen, möglichst genau, wann die Pflanze wie viel Wasser benötigt. Und hier wird ein neues Verfahren angewendet. Wir fragen hier sozusagen die Pflanze, ob sie Durst hat, indem die Temperatur des Pflanzenbestandes gemessen wird und daraus werden Rückschlüsse auf den Wasserbedarf des Bestandes gezogen. Der große Vorteil bei diesem Verfahren ist, dass wir eben nicht nur an einem Punkt ganz klein messen, sondern eine Region, ein Gebiet von einigen Quadratmetern messen und damit Bodenunterschiede sehr viel besser ausgleichen können als beispielsweise bei einer Bodenprobe. Also diese Versuche stellen die Basis für die Entwicklung dieses Systems dar. Und wir haben in den letzten Jahren schon festgestellt, dass die Ergebnisse, die wir durch diese Temperaturmessung mit diesen Sensoren feststellen, sehr gut übereinstimmen mit dem, was wir mit den sehr viel aufwendigeren Bodenproben, die wir zurzeit natürlich auch parallel ziehen, messen können. Also in dem Versuchsfeld hier im Exaktversuch werden Parzellen mit unterschiedlichen Wassermengen beregnet, sodass wir am Ende auch feststellen können, was wäre denn die richtige Wassermenge gewesen. Wir berechnen das Modell des CWSI, Crop Water Stress Index. Er basiert auf einem etwas umfangreicheren mikroklimatischen Modell. Die Grundlage ist die Temperaturdifferenz zwischen Bestand und Luft. Wenn der 0 ist, ist maximale Verdunstung da. Und wenn der 1 ist, ist überhaupt keine Verdunstung mehr da. Der Kern dieses Projektes sind die stationären Messeinrichtungen, wie wir sie haben. Die haben den Vorteil, dass sie 24 Stunden am Tag laufen und praktisch die ganze Periode im Betrieb sind. Und der Landwirt kann sich jederzeit über Handy die Daten anschauen. Zweitens haben wir in dem Projekt noch zwei mobile Plattformen. Einmal ein Schlepper des Landwirts, wo am Schlepperdach auch Thermalsensoren montiert worden sind. Und drittens haben wir die Drohne unseres Instituts, an der wir auch diese Thermalsensoren angebracht haben. Hier in der Großraum Uelzen ist die weit überwiegende Beregnungstechnik die Beregnungsmaschine, die mit sehr großem Druck das Wasser praktisch hin und her schleudert. Es gibt aber effizientere Techniken, zum Beispiel einen Kreisberegner, der mit viel weniger Energieeinsatz und mit einer optimalen Wasserverteilung auf der Fläche ein besseres Beregnungsergebnis bringen würde. Das gibt es hier in der Gegend ganz selten, weil die Investitionskosten höher sind. Und weil so ein Regner auch eine bestimmte Parzellenstruktur voraussetzt.